Ja, wenn man diese Aussicht so mal richtig auf sich wirken lässt, dann versteht man auch den Namen des Gebäudes, das wir gleich mal hier ein Bild bekommen werden, nämlich Belvedere. Und wenn man dann noch des Italienischen mächtig ist, dann weiß man auch, was Belvedere bedeutet, nämlich schöne Aussicht. Und die kann man sich hier wohl durchaus vorstellen. Betreten wir also durch eines der schönsten schmiedeeisernen Barocktore der Welt, die Schlossanlage des Belvedere. Wobei auch schon diese Ansicht, nämlich des oberen Belvedere von Seite des Gürtels, einen Blick wert ist, oder nicht? Während wir hier jetzt die prachtvolle Barockfassade der Gürtelseite des oberen Belvederes ein bisschen abschwenken und vielleicht das eine oder andere imposante Detail entdecken, ein bisschen mehr zur Geschichte dieses Schlosses, der gesamten Anlage. Erbaut von Lukas von Hildebrand für Prinz Eugen von Savoyen, den berühmten Feldherrn, dessen Denkmal wir ja bereits am Heldenplatz zu Gesicht bekommen haben. Die Schlossanlage besteht aus dem oberen und dem unteren Belvedere, das obere Belvedere, das wir hier soeben in Augenschein nehmen, diente eher zu Repräsentationszwecken und in diesem Gebäude wurde dann auch am 15. Mai 1955 im Marmorsaal, der eigentlich Prunksaal heißt, im ersten Stock hinter dieser Fassade der österreichische Staatsvertrag von den Vertretern der vier alliierten Mächte unterzeichnet und von diesem Balkon einer unzählbaren jubelnden Menschenmenge in den Gärten des Belvedere präsentiert mit den Worten, allerdings die wurden schon vorher in diesem Saal hinter diesen Fenstern gesprochen, in die Mikrofone der Radiostationen, Österreich ist frei. Und Millionen von Staatsbürgern haben damals wahrscheinlich vor den Radiogeräten zumindest feuchte Augen bekommen. In der ehemaligen Menagerie des Belvedere verstecken sich in Nischen zwischen dem Blätterwerk nicht weniger als 7 leider auch schon mehr oder weniger verstümmelte Statuen von griechischen Göttinnen und Götter. So sieht das obere Belvedere also dann von der Gartenseite aus. Diesen Balkon haben wir schon erwähnt. Allgegenwärtig sind im Belvedere diese merkwürdigen geflügelten Wesen mit Löwenkörper und Menschenkopf. Man nennt sie Sphinxe oder Sphingen. Und insgesamt gibt es davon im Belvedere, wenn ich mich nicht verzählt habe, ganze 16 Stück. Brunnen gibt es keine 16, aber die dafür sehr schön. Hier haben wir den ersten der 2 Brunnen im oberen Parterre und hier den 2. Hier haben wir einen wunderschönen Brunnen an der Grenze vom mittleren Parterre zum oberen Parterre. Das wissen auch die Raben zu schätzen und genießen hier zumindest einer ein kühles und erfrischendes Bad. Und was hingegen diese festgemauerten Figuren nicht können, aber sie sorgen dafür für das Wasser. Kurze Zwischenfrage. Welche Tiere sind denn das, die hier so für den Wasserzufluss oder
zu Spritzer, wie man besser sagen würde, sorgen. Ich würde mal sagen, wer auf Krokodile getippt hat, hat recht gehabt. Hier sehen wir jetzt diesen Brunnen mal von der Seite und jetzt werden wir auch gleich den tatsächlichen Namen des Brunnens herausbekommen. Es sind nämlich hier 5 Kaskaden, also kleine Wasserfälle, zwischen dem oberen Teil des Brunnens und dem unteren. Deswegen heißt er auch Kaskadenbrunnen. Und das wäre jetzt der Kaskadenbrunnen von unten gesehen. Im Hintergrund die respektable Front des oberen Belvedere von der Gartenseite gesehen. Links und rechts vom mittleren Parterre haben wir mit Putti, das sind diese Kinderfiguren, dargestellt, die Monate des Jahres. Im September hat es begonnen, wir haben gerade den Oktober gesehen, hier haben wir den November. Weiter geht's mit Dezember, nach Dezember kommt natürlich der Jänner und dann der Februar. März, April, Mai, Juni, Juli und August. Und dann ist offensichtlich im Garten des Prinzregenten das Jahr wieder vorbei und es geht auf der anderen Seite mit September weiter. Die 2 Brunnen im mittleren Parterre haben leider im Moment scheinbar kein Wasser, daher genießen wir nur die Schönheit der Brunnenfiguren. Der Brunnen zwischen mittlerem und unterem Parterre, dessen Wasser wir hier so herrlich im Hintergrund plätschern hören, trägt den Namen Muschelbrunnen, was sich ziemlich leicht erklärt, denn diese riesengroße Muschel, die hier von Tritonen gestemmt wird, beherrscht das Bild des Brunnens. Und diese Figuren könnten mit etwas Fantasie dem Ausbildungslehrbuch für griechisch-römisches Ringen entsprungen sein. Oder auch nicht. Diese Statuen befinden sich bereits im unteren Parterre, also im Gartenteil des unteren Parterre. Sie stellen die griechischen Musen dar. Und die Musen waren die Göttinnen der Künste. Insgesamt 8 davon sehen wir hier als einzelne Statuen verewigt. Die Muse Calliope hingegen steht nicht alleine, sie bekam einen starken Beschützer, nämlich Herkules. Und last but not least darf natürlich Apollo im Reigen der Musen als Gott der schönen Künste nicht fehlen. Und damit sind wir auch schon beim unteren Belvedere angelangt. Und dieses, eigentlich weniger schmucke Schlösschen, das nützte Prinz Eugen tatsächlich als Sommersitz. Und vor der gartenseitigen Fassade seines spätsommerlichen Schlösschens ließ sich Prinz Eugen auch wieder 2
verspielte Brunnen hinsetzen. Und diese Brunnenfiguren zeigen offensichtlich erste Hilfe, nachdem ein Ertrinkender an Land geholt wurde. Wobei man bei Betrachtung des zweiten Brunnens beim unteren Belvedere durchaus einwerfen könnte, hier kann es sich um keinen Ertrinkenden handeln, denn Aquarier, also halb Fisch, halb Mensch, können ja eigentlich gar nicht ertrinken, oder? Und mit diesem imposanten Blick von den zwei Brunnen, also dem Muschelbrunnen und dem Kaskadenbrunnen, hinauf Richtung oberes Belvedere, verabschieden wir uns diesmal mit dem Stadtspaziergang aus dem Belvedere.